Die Poldeswalder Oberbürgermeisterin Kerstin Körner und Ortsvorsteher Dirk Massi sind auf dem Weg zur alten Sattlerei auf der Herrengasse 9. Die Gaststätte hat mit Flossat und Julia Frabi neue Betreiber gefunden. Darüber freut man sich in der Stadt natürlich sehr. Vielen Dank dir und herzlich willkommen. Natürlich auch von mir. Und dass Sie immer viele, viele Gäste haben und das Haus immer voll ist. Ja, liebe Zuschauer, das ist auch für einen Regionalreporter ein schöner Termin. Ein Treffen beim Griechen, ganz neu in Dipoldeswalde. Die alte Sattlerei ist jetzt der Grieche und neben mir sitzt der Inhaber mit seiner Frau. Vielleicht mal ganz kurz die Frage, wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt hier in Dips gelandet sind? Hallo, vielen Dank für vorbei bei uns zu kommen. Wir sind in Deutschland für lange her jetzt und lange her in einer großen Stadt als Berlin. Aber das war viel, viel, viel chaotisch für uns. So, wir haben für ein bisschen Ruhe gesucht und sowas. Und ja, dann haben wir in Dresden, weil circa 2016, ich war für das erste Mal in Deutschland und in Dresden. Und Dresden war immer in meinem Kopf. Und ja, ich bin wieder zurück, circa 8 Jahre später. Ich bin wieder in Dresden. Und wo besser als in meiner kleinen Stadt wie Dipoldeswalde. Und schönes Leute hier. Sie haben ja jetzt schon ein paar Tage geöffnet. Wie ist denn die Resonanz der Leute? Die sehen sehr gut und sie lieben so griechische Speise. Und das ist sehr gut für uns. Es gab ja schon mal ein griechisches Restaurant, der Weißeritzgarten, der ist ja dann verschwunden über Nacht quasi. Für die Oberbürgermeisterin natürlich auch schön, wenn es wieder einen neuen Betreiber hier gibt. Über das Thema Parkseele brauchen wir nicht, diese Gastronomie wird wohl nie wiederkommen. Aber jetzt haben wir eine Alternative. Genau, deswegen haben wir uns auch gleich auf den Weg gemacht, Kontakt gesucht und vielleicht auch, wir sind gerade am Überlegen, was wir alles noch machen können, denn alle Gaststätten bisher haben immer eher zugemacht und deswegen ist es eine Freude, dass Sie sich entschlossen haben, jetzt eine Gaststätte aufzumachen. Es bereichert natürlich unsere Stadt und wir hatten ja schon ein paar Ideen gesponnen, wie kann das denn zum Stadtfest, zum Weihnachtsmarkt auch noch mit der griechischen Küche bereichert werden. Ja, genau, und wer gern zum Griechen geht, der weiß natürlich, was es gibt. Das Konzept ist auch so ein typisch griechisches Restaurant? Ja, das Konzept ist ein griechisches Restaurant, aber nicht wie anderes griechisches Restaurant, was es in ganz Deutschland gibt. Ja? Also wir sind junge Leute, ich bin 27, meine Frau ist 26 und wir haben auch eine Alternative gemacht zwischen authentischer, typischer griechischer Küche und Neues und Modern. So, weil es Leute kann ein bisschen mehr genießen, mehr Sachen auch von griechischer Küche und balkanischer Küche am meisten genießen und sowas. So, wir haben eine Kulinarie da, ist mehr, was normalerweise die griechische Restaurant oder traditionelle griechische Restaurant in Deutschland anbieten. Und ja, wir haben da eine gute Karte gemacht für unsere Gäste und ich denke, das läuft sehr gut, weil in circa 5 Monaten wir haben so gutes Success und wir haben auch so gut Akzeptierung, kann man sagen, von den Gästen. Ja. Wir haben dann 2 Restaurants in Dresden. So, und wer Sie besuchen möchte, wann darf er denn kommen? Öffnungszeiten bitte. Also Montag ist Ruhetag, weil wir brauchen auch ein bisschen Ruhe, ja, weil viel zu tun. Wir sind jeden Tag denn ab Dienstag bis Freitag 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und dann haben wir auch unsere Mittagspause. 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr ist unsere Mittagspause und dann wieder los und stark ab 17.30 Uhr bis die letzte Kunde. Ja. Also liebe Zuschauer, wir können Ihnen ja viel erzählen, aber das Beste ist, Sie testen es einfach mal selbst. Kommen hierher, lassen sich verwöhnen kulinarisch von den netten Gastgebern und vielleicht sieht man sich beim Griechen hier in der alten Sattlerei. Ja, gerne.